Und ich sage hallo und ein ganz, ganz herzliches Willkommen zurück zu einem neuen Part Mass Effect. Ja, wir sind auf der Zitadelle und ich wollte hier mit der Nasana reden. Und das machen wir jetzt gleich hier auch. Wir stürzen uns gleich rein. Commander Shepard, ich bin Nasana Dantius. Wie ich sehe, haben Sie meine Nachricht erhalten. Was möchten Sie denn von mir? Sie sagten, Sie hätten ein Jobangebot. Ja. Meine Schwester Dahlia ist auf einem Frachtschiff stationiert, das jenseits des Randes der Traverse operiert. Ihr Schiff wurde angegriffen und es gibt keine Berichte über Überlebende. Okay. Sie wollen, dass ich die Leute jage, die Sie getötet haben. Und da wird die Sache kompliziert. Letzte Woche erhielt ich eine Nachricht mit Ihrer Stimme. Dahlia ist am Leben. Der Rest der Mannschaft wurde getötet. Aber sie hat man gefangen genommen. Die Sklavenhändler verlangen ein immenses Lösegeld von mir, wenn ich sie wohlbehalten zurückhaben möchte. Ne, die Frage ist ja vielmehr, warum wurde die verschont? Warum wurde Dahlia nicht wie alle anderen getötet? Meine Schwester hat ihnen bestimmt gesagt, wer sie ist. Meine Familie ist sehr reich, Shepard. Ihnen ist bestimmt klar geworden, dass sie lebendig mehr wert ist. Und was soll ich denn machen hier? Soll ich das Lösegeld übergeben? Ich habe das Geld bereits auf das angegebene Konto überwiesen. Aber sie haben sie nicht freigelassen. Sie haben sich seitdem nicht mal mehr gemeldet. Ich habe einen schrecklichen Fehler gemacht, Shepard. Ich bin eine diplomatische Abgesandte und gesetzlich verpflichtet, jede versuchte Erpressung sofort der Zitadellsicherheit zu melden. Aber ich hatte solche Angst um Dahlia, dass ich das Lösegeld stillschweigend bezahlt habe. Jetzt wird sie immer noch vermisst. Und wenn jemand herausfindet, was ich getan habe, könnte ich ins Gefängnis kommen. Mann, und deswegen haben Sie mich hier angeklingelt, ja? Sie wollen, dass ich Sie finde und zurückbringe. Sie müssen sie nur zurückbringen. Ich habe sie bereits für Sie gefunden. Ich habe das Lösegeld über mehrere Konten nachverfolgt. Letztendlich führte es mich zu einer kleinen Söldnergruppe, die vom Artemis-Tau-Cluster aus operiert. Ich möchte, dass Sie zu der Söldnerbasis fliegen, die Söldner ausschalten und meine Schwester zurückbringen. Ich werde Sie reich belohnen. Ja, mache ich. Keine Sorge, ich werde Ihre Schwester zurückbringen. Danke, Shepard. Ich wusste, dass Sie die Richtige für diesen Job sind. Kommen Sie bitte wieder her, wenn Sie den Job erledigt haben. Ja, okay. Ja, so bin ich halt, ne? So bin ich halt. So, und dann haben wir hier ja auch immer noch, ne? Eine Mission ist hier tatsächlich auch eh noch offen. Da können wir jetzt mal gucken. War das hier durch? Nee. Ach doch. So. Warte, jetzt stelle ich mich hier mal ganz dekorativ hin und dann machen wir mal auf. Tagebuch. So, pass mal auf. Ach, jetzt haben wir hier natürlich hier wieder... Ach, guck mal. Schlüsselgegenstände. Asari-Schriften. Suchen Sie weiter, bis Sie alle verschwundenen Schriften gefunden haben. Das sind die Sachen, die ich hier auf den... Ah, guck mal an. Hier suchen Sie auf Ihren Reisen weiter nach mehr Elementen. Ah, das ist ja cool. Okay, das war hier unser... wir gehen auf dem Planeten und gucken durch, was da so ist. Okay, also Dahlia finden. Artemis-Tau-Cluster. Ja, alles klar. Da war auch noch irgendwas in diesem Artemis-Tau-Cluster, oder? Hades Gamma. In das Stennus-System. Und suchen Sie nach Spuren auf dem Standort. Stennus-System, da waren wir doch, aber... Also da müssen wir dann gleich nochmal gucken. Gemini-Sigma-Cluster. Nee, dann nicht anscheinend. So, und hier muss aber noch einer sein. Also mit dem Konrad Ferner, der muss da irgendwo noch rumdümpeln, ne? Also mit dem könnte man wahrscheinlich noch reden. Okay. Artemis Cloud. Da, 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 da. Ist das hier gewesen? Nee. Untersuchen Sie Ferros. Das ist hier. Die Tussi ist da auch. Ah, ich verstehe. Okay, jetzt ist natürlich, wäre natürlich noch die Frage, wenn wir ja schon mal hier sind, ne? Wo ist der Typ, mit dem wir hier reden sollen, weißt du? Das ist, ja. Die Frage ist, was ist die Frage? Das sind hier nur die, ach so, Avira, Gemächer der Konsorten. Wollen wir hier zum Händler nochmal gehen vielleicht? Könnten wir eigentlich auch noch machen, ne? Da huschen wir mal noch hin. Okay.
Dittele, dittele. So. Ach ja. Ich werde mich hier wahrscheinlich wieder 100 Mal verlaufen, aber ich möchte zu dem Händler möchte ich schon gerne noch. Das sieht so cool aus. Okay. So. Achso, das ist der Pfeil. Jetzt muss ich mal gucken auf meine schlaue Karte. Wir halten uns hier jetzt dann... Oh, so rechts ein bisschen. Okay. Ja, da geht's nur runter. Alles klar. Ach, da sind sie wieder. Die finde ich toll. Die finde ich echt gut. Okay. Ja, hier. Ist das, oder was? Ja, ist das hier nicht der Händler gewesen? Hallo. Ja, Ladenbesitzer. Wieder einmal herzlich willkommen, Commander. Wünschen Sie, dass dieser Ihnen ein paar fantastische Waren präsentiert? Ja, bitte. Zeigen Sie mir bitte Ihre Waren. Oh, es ist diesem eine große Ehre, Wesen menschlicher Abstammung. Es wird Sie nicht enttäuschen. Upgrades anzeigen. So, was gibt's denn hier? Rüstungsupgrade, was macht denn das? Mechanische Verbesserungen optimieren die Schlagkraft von Gewehrkolbenhieben und anderen Nahkampfangriffen. Die erhöhte Masse von mechanischen Waffen bietet zudem besseren Schutz gegen schwere physische Waffen und Biotikangriffe wie Heben oder Werfen. Okay, was ist das hier? Diese Munition sorgt beim Aufschlag für maximalen Schaden und eignet sich besonders gut für Lebendziele. Da habe ich bis jetzt, glaube ich, gar nichts, ne? Okay. Ja, ich will mal gucken, was hat er sonst noch so? Wieder einmal ja. Herzlich willkommen, Commander. Ja. Zeigen Sie mir bitte Ihre Waren. Oh, ja. Es ist diesem eine große Ehre, Wesen menschlicher Abstammung. Okay. So, was gibt's denn hier sonst noch so? Mittelschwer, leicht. Ach, das ist doch das, ist doch hier das gleiche Ding, oder? Ach nee, guck mal. Ach so, jetzt kann ich hier von meinen anderen auch mitgucken. Die bräuchten vielleicht auch mal... Ach du Schande, ja, da muss ich ja... Ach, die sind ja eh noch gar nicht ausgerüstet, ne? Das muss ich auch noch machen. Ach du guter Gott, gut, dass ich hier jetzt... gucke, ne? Ich sag es dir, ja, nee. Was ist das hier? Für den Ausrüstung... Ja? Lizenz... Deflon Industries für den Ausrüstungsoffizier. Okay. Wozu ist denn das? Okay. Na gut. Ja, war jetzt nicht irgendwie wirklich was bei, was ich unbedingt haben wollte. Aber bevor wir jetzt hier wieder zurückkampeln, guck mal, statten wir jetzt mal hier noch unsere Leute aus. Okay. Okay. Ach so, das sind die... Ja, überspringen mal. Okay. Ach ja, siehste, die sind dann auch automatisch... Ja, das ist gut. Okay, die Talentpunkte sind sozusagen verteilt. Und wie sieht's hier aus? Ja, du machst das auch gut. Alles schick, okay. Ja, und bei mir ist ja nichts zu verteilen. Ich wollte aber auch eigentlich das hier. Mensch, nee, das doch nicht. Bin ich denn hier? Was ist denn los hier? Das... Mensch, so, okay. Dann gucken wir mal. Ach doch, guck mal, der hat doch hier... Das macht... Okay. Das wäre besser, ne? Das, dann geben wir ihm das Sturmgewehr her, ja? Kannst du das hier bitte ausrüsten? Ja, bitte. Okay. Ja, das ist cool. Dann ist das schon mal... ja, da sollten wir auf alle Fälle was machen. Jetzt gucken wir mal. Das ist ganz cool. Nehmen wir die. Ja, bitte. Und da brauchen wir noch... nutzen Stürme, um den Waffenradar zu blockieren. Dieses Upgrade verbessert die Erkennung und lässt solche Gegner sichtbar werden. Ja, hier kommen wir. So, okay. Ach du Scheiße, ja, da brauchen wir aber dringend eine andere. Das geht ja nicht. Okay, ja bitte. Dann haben wir hier noch... Ja, hier. Okay.
Wie sieht's hier aus? Haben wir nichts für dich, du? Haben wir nix? Der kann nur leichte auch wieder tragen. War scheiße. Ja, dumm gelaufen. Würde ich sagen. Okay. Notfallinterface. Mit dem Kampfanzug einmal speziell Mikroprozessoren überwachen Körperfunktionen und setzen bei Bedarf eine kleine Dosis Medigel. Na, das ist doch das Richtige für mich. Mehr Schmetterschaden. Giftresi. Finde ich cool. Okay. Warte mal. Dann gucke ich mal bei mir hier. Was habe ich da jetzt drin? Ach so, mehr auf Schilde habe ich da jetzt. Ja, ich nehme das hier, glaube ich. Okay. So, und jetzt hier. Pass auf. Du, Schnucki, hast, glaube ich, auch noch gar nichts irgendwie, ne? Guck mal. Aber ich glaube, für dich habe ich auch nichts. Ne. Für dich habe ich leider nichts. Naja. Guck mal, aber du kriegst hier wenigstens was. Guck mal, so ist nicht hier. Was ist ein Stimulationspack? Ach so, da ist die Abkühlzeit. Ha, 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 ha. Hier, das ist auch gut. Okay. Da haben wir nichts. Ja, ja, Schaden wird es ja nicht. Du hast ja nichts, ne? Du armes Häschen, Mensch. Das geht ja so nicht. Okay. Und chemisch. So. Ach Mann, 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 du. Ich sag es dir hier. Ja, das kommt, weil wenn man die nie mitgenommen hat irgendwie, ne? Dann, ja, logischerweise haben die dann ja auch nichts. Was sollen sie denn auch haben? Das, so. Okay. Oh ja, nimm mal das hier lieber. Okay. Und... Oh ja, so. Okay, alles klar. So, ihr Hasen. Alles klar, es geht weiter. Ihr müsst nicht mehr rumlaufen wie die Häschens. So, von da sind wir gekommen. Ich weiß es genau, weil wir hier an dem vorbeigelangen sind. An Keeper hießen die, ne? Genau. An dem Keeper. Bitte nicht die Keeper stören. So. Ist schon... Ach Gott. Ich kann mich da gar nicht satt sehen. Wenn mir dann irgendwas so wirklich gefällt, ne? Das geht mir aber bei allen Spielen so. Da gibt es so Orte auch in anderen MMOs oder sonst irgendwo. Oder in was für Spielen auch immer. An denen kann ich mich nicht satt sehen. Da kann ich immer wieder hin und dann da stehen und mich freuen. Und dass da einfach was Schickes entwickelt worden ist. Das finde ich einfach toll. Ach Gott. Ja, da haben wir doch wieder meine Problematik. Von wo sind wir denn gekommen hier? Zur Sicherheitsakademie ja nicht. Da sind wir nicht hergekommen. Das muss ja hier, glaube ich, ne? Nee, zum Zitadellturm. Nee. Aha, zum Bezirkszugang. Da, 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 da. Wir sind ja hier mit unserem Dings hingehuscht, ne? Mussten da irgendwo runter, das weiß ich. Findet sie Botschaft auf der linken Seite. Zudem findet sich dort auch die Andockbucht. Jawohl, da müssen wir hin. Okay. Dann gehen wir da doch mal lang. Oder wie? Ach, das ist hier dann schon. Alles klar. Das ist doch hier das, ne? Ja. Sehr gut. Ich musste nicht 5 Jahre die Andockbucht suchen. Ist es denn zu glauben? Ach, ich bin ja so stolz auf mich, ne? Das glaubt mir kein Mensch. Ah, eine schön. Forschungsstation auf Noveria wurde zerstört. Huch. Der genaue Grund dafür ist bis dato noch nicht bekannt. Angesichts der auf Noveria durchgeführten Forschungen geht man davon aus, dass die Zerstörung auf ein fehlgeschlagenes Experiment zurückzuführen ist. Administrator Anoles wird als Resultat der Katastrophe einiger Verbrechen angeklagt. Allerdings liegen uns diesbezüglich noch keine genauen Informationen vor. Ich war das nicht, aber sehr nette Idee, dass die das dann so in diesen Nachrichten bringen, ne? Das finde ich echt cool. Das ist nett. Nett gemacht. Das gefällt mir. Sowas mag ich immer. Also ja, ich finde sowas einfach immer so
nett, weil man so das Gefühl hat, die Welt bewegt sich wirklich weiter irgendwie, ne? Also, ja, das mag ich dann schon. Finde ich ganz cool. Das ist nämlich immer sehr schwer, weißt du, so in so Spielen kannst du... Ja, da ist das ja einfach irgendwie... Die Quarianer haben die gesamte Galaxis in Gefahr gebracht, als sie die Geth entkommen ließen. Ich hoffe, dass ihr Volk entsprechend reuevoll ist, Tali. Sind die Turianer reuevoll, weil sie den sterilisierenden Genophage gegen die Kroganer inszeniert haben? Sie gehen davon aus, dass es ein Fehler war, sie zu sterilisieren. Habe ich natürlich auch genau die richtigen mitgenommen, wa? Finde ich gut. Okay. Naja, gut. Jetzt muss ich nur mal gucken, wenn wir dann hier... Also, ich wollte jetzt hier da in diesem Pferdekopfnebel ja nochmal gucken, ne? Da das mit S. Da sollten wir doch hier irgendwie Hinweise auf den Bruder finden oder irgendwie so. Das machen wir jetzt gleich hier. Das finde ich echt ein bisschen komisch. Oh, bla. Ja, bitte die Nummer. Bereithalten, Landungstrupp. Dekontamination aktiv. Ja, so kontaminiert werden wir nicht sein. Wir sind nur in der, auf der Zitadelle gewesen. Dekontamination aktiv. Okay. Alles klar. Logbuch. Kommandant ist an Land gegangen. Executive Officer Presley hat das Kommando. Nee, gib das Kommando ab. Also der Text, der da stand, war schon richtig. Die Sprachausgabe war falsch. aber macht nichts. Ist nicht schlimm. So, jetzt gucken wir jetzt noch schnell. Das war... Pass mal auf, hier irgendwo. Oh Gott, das haben wir jetzt hier nicht. Den habe ich jetzt nicht weitergesucht. Starten Sie die Untersuchung. Seltsame Übertragung. Wo war denn das? Feindliche Übernahme. Piraten. Da. Begeben Sie sich in das Drennus-System des Pferdekopfnebels. Drennus, Pferdekopfnebel. So, da gucken wir jetzt. Das will ich jetzt hier wissen. Hallo? Neuer Nachrichteneingang. Stelle durch. Ach, auch das noch. Commander, die Story von Miss Al-Jelani über Sie wurde gerade veröffentlicht. Die Befehlshaber sind mit Ihrer Reaktion nicht einverstanden. Das kommt direkt aus dem obersten Militärkommando. Das ist mir scheißegal. Ich habe keine Zeit, mich mit Presseschmierfinken abzugeben, die sich für große Journalisten halten. Commander, wäre das Ganze in einer Bar geschehen, wäre sie im Krankenwagen nach Hause gefahren. Aber ich bin angehalten, das klarzustellen. Wir behandeln die Presse mit Respekt. Ich wollte Ihnen nur von den Reaktionen zu Hause erzählen. Aber ich will Sie nicht länger aufhalten. Fünfte Flotte, Ende. Okay. Dass das nicht so gut ankommt, das war mir doch fast durchaus klar. So ist es halt, ne? So, jetzt pass auf. Das war in dem Pferdekopfnebel. Noveria Pferdekopfnebel. Exodus Cluster. So, das war hier. Also huschen wir hier jetzt hin. Strenos. In ein anderes System reisen. Ja, bitte. Und da sollte ich noch... Ja, und da sollte ich nach Spuren doch suchen, ne? Das ist doch richtig da. Hm, mal gucken. Da war ich, glaube ich, schon. Aber ich bin so verwirrt. Also, vielleicht war ich da auch noch nicht, aber ich glaube doch. Okay. So, ja, natürlich. Die habe ich hier doch alle durchgeguckt. Oder habe ich hier irgendwas übersehen? Das haben wir ja gelesen hier. Das, also, die, gelesen habe ich die alle. Das weiß ich ganz genau. Und landen konnte man da doch nirgendwo, oder? Nee. Aber das ist schon das... Das ist ja merkwürdig. Ja, da müsst ihr mir jetzt dann tatsächlich mal helfen. Also das verwirrt mich ein bisschen. Ich meine, ich kann ja die Mission dann immer noch ein anderes Mal machen. Das ist ja nicht so schlimm. Aber das müsst ihr mir... Vielleicht mache ich auch irgendwas falsch wieder, weißt du, sowas ganz Einfaches. Und finde das deswegen nicht. Aber ich... Also ich gucke jetzt nochmal in mein Tagebuch rein. Weil, also ich muss da echt nochmal gucken. Das ist schon... Hä? Nee, das ist, ach so, das ist die Geiselnahme. Strenus-System.
Begeben Sie sich in das Strenos-System des Pferdekopfnebels und suchen Sie nach Spuren, die auf den Standort von Garaths Bruder und dem Verbleib seines Schiffes hindeuten. Ach, wir haben ja Schiffteile gefunden, oder nicht? Aber das ist irgendwie... Warte mal. Warte. Wo war denn das? Ach so, nee, das war... War das nicht hier irgendwie... Kann man das nochmal irgendwie... Suchen Sie auf Ihren Reisen weiter. Nach Kampfabzeichen, Diplomatie, vermisstes Forschungsteam. Ach so, das ist es wahrscheinlich. Begeben Sie sich im... Ha, oder wie? Ja, wahrscheinlich. Naja, gut, okay. Alles klar. Weil da haben wir ja so ein Schiffding hier gefunden, ne? Und das wird uns jetzt einfach weiterführen. Ich hab's zu spät geschnallt, dass das zusammengehört. Ja, vergesst alles, was ich gesagt habe. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier an dieser Stelle einen wunderschönen Break, machen hier nächstes Mal weiter und werden uns dann, ja, suchen uns irgendwo ein Fleckchen raus, wo wir hinreisen wollen. Ich danke jetzt wie immer sehr fürs Zuschauen. Freue mich, dass ihr dabei gewesen seid. Würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal auch wieder einschaltet. Und sagt bis dahin, ciao, ciao.